Herzlich willkommen zurück. Jetzt mit neuen Controller. So, dann wollen wir mal direkt reingehen. Und Emma Reed suchen. Luciana. Ja, nun geht ab. Du kriegst ja schon hin. Okay, hier ist sie nicht. Gehen wir mal direkt weiter. Ich kann sagen, der Controller jetzt fühlt sich schon wieder noch viel besser an, als es vorher war. Irgendwie habe ich mich hier verlaufen. Hey, pack your bags. It's time for us to get out of LA. Hey, wie will keiner zuhören? Mimimi, mi, mi, ernst? So. Hier scheint Emma Reed zu sein. Okay, irgendwas wird uns jetzt. Cheer up. I've made contact. Are they coming to rescue us? No. We need to go to them, like. There's a doctor in Santa Monica. We? What's this we? Looks like my blood's good for more than absorbing alcohol. Might even save our whole species. Really? Now don't be jealous. This doctor needs me to make a vaccine. You're my plus one. Well, sounds like you're the star of the show now. Break a leg? I could make it alone, no bother. But with Sam and everyone else here, it would be a lot safer. We'd all make it out together. There's no way you'll get Sam to go. He's made that very clear. Sure, look, I can't. But you could. Bat your eyelashes at him and pack your bags, come on. I'm not a total egomaniac. I don't know why you think Sam would risk everything for me. It's a mystery, but he's obviously arse over tit for you. He had his chance. Then, wouldn't it be tasty to see him come crawling after you now? Tasty? This is too big. I'm not doing anything till I talk to Michael. I'm surprised he hasn't stuck his nose in already. Then looks like I'm off to find him. You just think about Sam on his knees. So. Wir suchen Michael. The glass is bulletproof, you know? Robert insisted. Oh. Turns out the idiot did something useful. Deswegen darf ich wohl nicht schießen. Okay, suchen wir mal Michael. Michael. Where are you hiding, Mikey? Mikey. Wo ist Mikey? Gut. Mikey. Was ist hier denn los? So, hier waren wir zwar schon drin, aber vielleicht hat sich ja noch was geändert. Da kam Erzhelm, glaube ich, vorhin durch, aber das ist für uns keine Option. Ich weiß gar nicht, ist er rausgegangen? Was ist hier los? Ist euer Ernst? Müsst ihr mich hier erschrecken? Ich glaube, ich mache mal ein bisschen leiser. Überzeuge mich. Jetzt wird er mir angezeigt. Okay. Also wieder rein. Und es wird mir der Weg angezeigt. Was waren das für Geräusche? Ah. Suchen wir mal Mikey Mikey. Hier ist er auch nirgendwo. Was ist Mikey? Ronny. Try his room? Go down here, take the stairs on the right. This place is fucking huge, huh? Da war ich doch gerade. Hier ist kein Zimmer. Das ist doch nicht Mikeys Zimmer hier, oder? Sondern von da oben bin ich gekommen. Ich verstehe es nicht. Bin ich zu blöd oder was? Oder hier runter, meint er bestimmt. Flur runter. Ah.
Must be in here. Michael? Er hätte dir doch eben nach unten geputzt. I hope you're happy, you devil. Oi. Oh, that girl. And after everything he's done for her. No, no, that's it. It's time we had a talk, Emma Jones. Wait just a minute. Can you not just tell me where Michael is? Gone. Out there. Oh, feck. Er scheint ja nicht so schlau zu sein. He was a supporting lead. Then this, Joe and Sam and suddenly, poof, he's written out. Focus. Where's he now? Get off me. Somewhere. I don't know. To get her to notice him again. You mean he's addicted to being a doormat for Emma anytime that slapper throws a fit? Hey! You don't get to talk about her, okay? You know nothing about Emma. Okay, okay. Jesus. Fuck's sake, I've gotta find him. Why'd you care? Apparently, we need him. That is, we do. We need everyone. I wonder if he would... He took his keys to his place in the hills. Then that's me off to the hills. God moves in some really fucking mysterious ways sometimes. Perdóname, Dios. Oh, he's breaking my melt. He really is. Okay, well, sooner I'm off, sooner I'm back. And I will pray for Michael. So charming. Wie nett. Tomb of the Tiger Queen. Jo. So, folge Michael nach Beverly Hills. Ich will mal kurz gucken, wie weit das ist. Wenn ich den richtigen Knopf dafür erwischt habe. Da, Karte. Okay. Da müssen wir hin. Da oben sind wir. Gar nicht mal so weit. Das war vorhin schlimmer. Okay. Hey, Sam wants some guns. Got any ideas? Nah, but if you find any, I got dibs on the big one. No problem, no problem. I'll fix it. That's what I do. Hey, Carl! Huh? No comprende Spanish. Okay, ich dachte, da kommt noch was. Wieso habe ich eigentlich immer andere Waffen? So. Ich verstehe das nicht, warum die Musik jetzt auf einmal so heftig ist. Speichert. So. Wir gehen mal raus. Okay, anscheinend dürfen wir nicht einfach so rausgehen. Einen anderen Ausgang. Ich verstehe das gerade nicht. Scheint, sollen wir da hinten durch. Hier geht's nicht. Okay. Wir tun mal, was die Spielmechanik uns auferlegt. Wir sind noch keine Scharlatane und dann geht's gleich wieder in den Dschungel der Untoten. Mal treten üben. Okay. Ich wollte gerade sagen, ist mir ein bisschen zu ruhig gerade. Komm her, Baby. Mama, wir spielen. Oh, der ist aber schnell. Oh, Alter, was ist hier denn los jetzt? Die sind ziemlich schnell. Das gefällt mir nicht. Hauptsache, die haben erstmal Medikit bei. Okay. Hier, da ist nur der eine.
Einfach mal so einen Stich ins Herz in den Rücken gekriegt. Okay, der scheint auch ein bisschen stärker zu sein. Was ist denn los mit ihm? Ah, den Kopf müssen wir treffen. Habe ich zumindest das Gefühl. Und noch ein. Und noch ein. Alter Schwede, Gefahrstoffe. Oh, der hat sogar Schlüssel dabei. Autoschlüssel des Trainers. Oh Mann. Keine Ruhe. Hoch. Ist der Arm weggeflogen? Oh, den hat. Der hat mich erschrocken. Hält er noch hin? Bleib liegen. Du auch. Das ist auf eine alte Kuh. So, bloß weiter, sonst kommen wir, glaube ich, gar nicht weg. Und da unten geht's weiter. Hallo, Freunde. Oh, der ist. Die sind verkabelt. Oh, oh, oh. Bloß weg hier. Locken wir die Jungs mal ein bisschen hierher. War sehr schlau. Oh, die ist auch verkabelt. Ja, schnell noch hin. Oh nein. Oh, der ist. Nicht so gut. Shit. Nachdem wir die Deko Queen das letzte Mal umgelegt haben, habe ich auf ihn hier eigentlich gar keinen Bock. Los da durch. Bin ein Weg durch das versperrte Tor. Solange der Vogel da ist, habe ich da nicht so viel Lust zu. Ich hoffe, ich kann da drum herumlaufen. Oh meine Güte, muss der hinterherkommen? Also die sind mir eigentlich relativ egal. Und diese Läufer stören mich. Und der Dicke da hinten. Oh, oh. Oh, das war's. Dann legen wir ihn einfach um. Oh nein. Ich dachte, ich kann da rechtzeitig wegspringen. Oh nein. Und ich dachte, ich hab ihn noch. Oh Mann. Okay. Erneuter Versuch. Also das Tor versperrt sich. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas davor stecken. Wie jetzt? Warum bin ich jetzt hier? Den Witz verstehe ich jetzt nicht. Ach so. Alles klar, ich verstehe. Oh Mann, ich dachte, ich schaffe das noch weg. Das war mal nicht so schlau. Zumindest kriegt die Jungs platt. Einer nach dem anderen. Wieso kann der da durch? Oh, ist das heftig. Hat keiner gesehen. So, wir sind fertig mit den Grillspießen. Gucken, aufs Auto komme ich auch nicht. Doch. Gibt mir das jetzt irgendwas? Vielleicht da vielleicht über die Hecke klettern? Leider nicht. Okay, also wir müssen definitiv hier hoch. Erstmal die kleinen fertig machen, damit ich den großen gleich alleine machen kann. Oh, das ist ja schon mal gut. Das hat dem auf jeden Fall schon ein bisschen was genommen. So, dann gehen wir mal ein bisschen weiter mit ihm.
Komm schon. Spring auf den Boden. Lass mich deine Wellen spüren. Oh, ich bin der Meinung, hinter uns habe ich auch gerade was gehört. Jawohl. Oh. Ja, hau mal deine eigenen Kollegen um. Bin ich gut. Guck, oh, das war nicht so schlau. Falsche Richtung. So, den Kleinen müsste ich eigentlich jetzt erstmal ausschalten. Den genauso. Eine Backpfeife für jeden. Das wird wieder nichts. Das war knapp. Ich will gerne mal in die Richtung gehen. Damit ich auch sehe, was von da oben kommt. Okay. Der ist auch erledigt. Da habe ich nichts gesehen. So. Oh, der scheint sauer zu sein. Nicht, dass er hier gleich einen Rage-Quit macht. Weil er keine Lust hat mehr mit mir zu spielen. Oh, verwundbar. Den nehme ich doch gerne mit. Okay, er ist nicht mehr angekippt. Pisst. Aber er scheint Schmerzen zu haben. Komm schon. Wirk du auch für mich. Na komm. Jawohl. Komm schon, noch einen. Der wird immer schneller. Mensch, Junge, wie siehst du denn wieder aus? So. Nein! Meine Waffe ist kaputt. Nicht mal, das kann ich jetzt gebrauchen. Komm schon, Baby. Nehmen wir nochmal das Brecheisen. Na, endlich. Mehr hast du nicht? Okay, ich habe nur was vom Pass gelesen, eben als ich das aufgenommen habe. Ach da, Pass für den Hills-Kontrollpunkt. Das ist wahrscheinlich für das Tor oben. Nicht im Ernst, ist da jetzt noch so einer? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Nee, mit dir, der ist aber schneller. Ich will mit dir nicht spielen. Malmann nennt er sich. Oh, der sieht wirklich böse aus. Das kann doch nicht angehen. Leute, was erwartet ihr hier von mir? Ich bin doch nur ein einfacher YouTuber. Was soll's? Komm her jetzt. Ja. Schmeißt du mal ein bisschen auf den Fußboden rum. Den gehen wir auch mal vorbei. So, schnell rein da. Und, jawohl, da will ich hin. So, anscheinend nimmt der Schwierigkeitsgrad jetzt ein bisschen zu. Boah, ist das nicht elegant. Gleich hat er bestimmt bei Germany's Next Topmodel gelernt. Die schwierigsten Bedingungen. Mit dem Wurf eines Engländers. Ein Schädel. Stepptanzen. Das ist aber auch heftig. So, Spieleinstieg. Bin nie ausgestiegen. Und wir haben Tag. Das gefällt mir sogar besser als die Nacht. Glorious day. Sun is shining and all the neighborhood zombies are out playing with their friends. Hopefully not including their new friend Michael. Okay, anscheinend sollen wir da rein. There it is. Michael's place. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Der scheint K.O. zu sein. Boah, ist der eklig. Wie jetzt? Was soll das denn? Boah. Wieso greifen mich die Viecher jetzt an?
Ausdauer erschöpft. Was soll ich denn jetzt machen? Alter, was geht denn mit denen? Nee, ich wollte eigentlich mal sehen, ob ich gegen den Hydranten hauen kann, damit da Wasser rauskommt. Was ist denn los hier mit denen? Der Hydrant ist offen. Hat das vielleicht geholfen? Oder muss ich den einfach töten? Jetzt raus hier. Ja, jetzt sind sie platt. Also, okay. Dann muss ich sehen, dass ich hier vorbeikomme. Und dann die Hauptperson von denen umbringe. Okay, den nehmen wir auch nochmal. Warum der mit Wasserverbindung kommen kann. Was auch immer das bedeutet. Hoch. Und ab geht die Post. So, Mikey. Mikey, deine Freunde warten auf dich. Bist du nicht sauber oder was? Ich hau ja auch schon nur noch einfach rum. Oh, nein. Wer bist du denn jetzt? Oh, voll auf den Kehlkopf. Ich höre hier doch noch irgendjemanden. Oh. Ich muss mehr die Schritte verwenden. So Leute, ich habe die Schnauze voll jetzt. Komm her, Baby. Du bist der Nächste, okay. Und noch eine Backpfeife. Du willst auch noch mal eins ins Kreuz? Komm her. Und du willst noch eine Kopfamputation? Nimm dir alles ab, was du hast. Du willst... Was hast du denn für ein Problem? Und ich kann auch jemanden zweites hören. So, ich habe langsam die Nase voll hier. Verstümmelt, Alter. Was ist denn hier Verstümmelung für euch? So, ich habe die Nase. Jetzt ist Feierabend. Komm da. Oh. Die beiden noch. Boah, die Kennlade hängt schon raus. Oh, was ist? Alles klar. Suicidal Zom or Zombie Slaying Michael? Both equally unlikely. So, ich glaube, die Spinner kommen hier nicht rein. Alter, geh mal zum Gesichtschirurgen. Der könnte glatt sein eigenes Auge essen. Ah. Raus! Ab von meinem Haus! Der Kiosk hat geschlossen! Okay. Bist du müde? Komm her. Einmal noch. Oh, meine Güte. Noch nicht genug? Ich wollte gerade gehen. Okay. So, weiter geht's. Hab die Nase voll. This better not be your blood, Mikey. Okay, wo gehen wir hin? Hier lang? Oder da lang? Gehen wir erstmal hier lang, ne? Gehen wir nicht hier lang. Da habe ich was gesehen. Safe-Schlüssel erforderlich. Okay, hier gibt es nichts weiteres anzusehen. Locker wird uns hier gleich irgendwas wieder anspringen. Okay, die Pack erstmal mitnehmen. Ist klar. Der ist auch nicht seit gestern tot. Oder die Zombies sind schon sauber und nagen alles Dreckige ab. Soundtrack signed by the cast. Bet I could get a book or two for these. Ja, ist ja gut, aber wie soll es denn jetzt weitergehen? Suche nach weiteren Schlüsseln.
weiß gerade. Im Meter stand hier. Bis hierhin sollte ich vorgehen. Wahrscheinlich wegen dem Save. Blöder Fernseher. Da ist noch was. Mentor of the Year. What a fella. Sind die das da draußen oder? Ja, wahrscheinlich. Aber ich. Hier im Wandschrank ist nichts. Da unten liegt auch nichts rum. Ich verstehe es nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Hier ist sowieso nichts zu machen. Hier kommen wir auch nicht rein. So, in der Küche scheint hier auch nichts rumzuliegen. Nachricht. Jessie said she hung up the keys. So where are they? There was a struggle, so. Wollen wir mal Jessies Nachricht abhören? Wenn mir gleich gesagt wird, wie. Ne, da geht das nicht. Da sowieso nicht. Oh Mann. Ich muss den Controller noch ein bisschen lernen. Ah, knocked from the hook. Dann gehen wir erstmal zur verschlossenen Tür. Please don't be dead, please don't be dead. Oh! Hat er mich erschrocken. Tut mir leid. Bring es um. Ist das jetzt Mikey? Well, he's not bleeding out here, at least. Okay, er war's nicht. Jessie's place. I need her address. Okay, wir sollen rausfinden, wo Jessie liegt. Weiß gar nicht, was jetzt besser ist. Those kitchen knives came in handy, eh, Mikey? Sure. What the shite is this thing? And it's all ordered by surname. I haven't got the time to dig through all that. Just a map of some movie lot. Ist hier nichts Wichtiges? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich soll wahrscheinlich hier rausgehen. Da sind sie wieder bei Poolparty unterwegs. Haben wir noch was? Oh, Mikey. I tried to stop them, but zombie looters broke in and stole everything. Okay, wir machen es halt nicht zum ersten Mal. Oh, hey, Michael. This is Roxanne Kwan. If Jess is there studying, could you tell her to be back here by 8? I don't want her to miss the party. Probably best you don't come, though. After, you know. Okay. Bye. Bye. All right, Jessie Kwan. Maybe you'll know where Michael's gone. So, sollen wir jetzt nochmal in die Karteikarten gucken? There you are, Jessie Kwan. And she lives right next door. Okay, das können wir doch mal mitnehmen. Like a fox after a bleeding rabbit. I'm coming for you, Michael. To save you, that is. Es hört sich so an, als wenn hier oben einer rumläuft. Schon Paranoia, dass das hier bei mir ist, zu Hause. So, der kommt nicht rein. Ja, still. Bäh. Hier haben wir ein paar Metallteile und Stahlrohr. Habe ich Glas abgelegt für das Küchenmesser. Und da draußen ist die kleine Poolparty. Okay, ich habe eigentlich mit mehr gerechnet. Was soll's? Boah. So, jetzt müssen wir den als erstes umlegen. Nicht, dass seine Viecher uns hier gleich umbringen wollen. Was ist das denn? Ach, wegen dem Spinner bestimmt auch noch. Oh nein, ich habe nicht aufgepasst. Oh Mann.
gibt bestimmt weitaus bessere Spieler als mich. Ja, danke. Wir kommen hier rein. Michaels Protégé. Wie das Messer die ganze Zeit stecken bleibt. Okay, das machen wir mit in der Verstümmelung zu Ende. Dann sehen wir mal zu, dass wir zu Jesse Known kommen. Gehen wir mal hier rüber. Oh, jetzt im Ernst? So schnell? Was für ein Shit. Hier drin, der ist, naja, egal.